Die kleine Wolke Ananas. Teil 8. Ananas und der Wunschbaum. Eines Tages lagen der kleine Zauberer Zappalotti und Anna im Gras und schauten der kleinen Wolke Ananas zu, wie sie Figuren am Himmel zeichnete. Ich finde es toll, was für Bilder ihr Wolken machen könnt. Das sieht aus wie eine Prinzessin. Ich möchte auch gerne eine Prinzessin sein. Dann wünsche es dir doch. Ach nee, das geht ja nicht. Du kannst ihn ja nicht sehen. Wen kann ich nicht sehen? Na, den Wunschbaum natürlich. Der steht auf einem Feld hier ganz in der Nähe. Seine Äpfel leuchten hell. Und wenn man hineinbeißt, kann man sich alles wünschen. Und warum kann ich ihn nicht sehen? Weil nur Zauberwesen ihn sehen können. Oh, das ist ja toll. Dann kannst du dir ja alles wünschen, was du möchtest. Eben nicht. Wir Zauberer können ihn zwar sehen, aber wenn wir in den Apfel beißen, passiert gar nichts. Die Äpfel schmecken zwar vorzüglich, aber wünschen darf sich nur jemand etwas, der kein Zauberwesen ist. Das ist aber kompliziert. Menschen können sich was wünschen, aber den Baum nicht sehen. Und Zauberwesen können den Baum zwar sehen, aber sich nichts wünschen. Warum ist das so? Das habe ich auch nie verstanden. Ich glaube die Geschichte nicht. Das ist bestimmt Quatsch. Dann lasst uns zum Feld gehen. Ich zeige ihn euch. Und die drei machten sich auf den Weg zu einem großen Feld. Seht ihr? Da steht er. Ich sehe gar nichts. Nur Gras. Habe ich ja gesagt, dass du ihn nicht sehen kannst, aber er steht direkt vor mir. Wie wäre es denn, wenn du einen Apfel pflückst und ich den dann esse? Keine Ahnung. Lasst es uns einfach ausprobieren. Und Zappalotti pflückte einen großen leuchtenden Apfel und hielt ihn Anna vor die Nase. Deine Hand ist leer. Was soll ich denn da essen? Greif einfach zu. Vielleicht wird er ja sichtbar für dich. Und tatsächlich, als Anna das unsichtbare Ding aus der Hand von Zappalotti nahm, wurde plötzlich ein leuchtender Apfel sichtbar. Das ist ja Zauberei. Beiß hinein und wünsche dir etwas. Anna biss ein großes Stück ab. Ich wünsche mir eine Puppe. Und zack, hatte Anna eine Puppe in der Hand. Oh, wie klasse. Kann ich mir jetzt alles wünschen? Ich denke schon. Probier es aus. Wenn ich zur Schule gehe, dann sind da immer viele Ampeln. Ich wünsche mir, dass die Fußgänger immer grün haben, damit ich immer gleich über die Straße gehen kann. Ob das geklappt hat? Keine Ahnung. Wünsch dir noch was? Ich wünsche mir, dass immer Ferien sind. Dann hättest du dir das mit den Ampeln ja nicht wünschen müssen. Stimmt. Dann wünsche ich mir, dass ich eine Prinzessin bin und in einem großen Schloss wohne. Und Anna hatte plötzlich ein wunderschönes Kleid an und ein kleines Krönchen auf ihrem Kopf. Oh, wow, du siehst ja toll aus, Anna. Ganz genau wie eine Prinzessin. Lass uns nach Hause gehen. Ich möchte sehen, dass es mit dem Schloss geklappt hat. Kaum waren die drei in der Stadt angekommen, herrschte ein heilloses Durcheinander. Die Straßen waren voll mit Autos. Alles hupte, aber niemand fuhr. Was ist da los? Gib Gas da vorne! Das würde ich ja gerne, du Eierkopf, aber die Ampel will einfach nicht grün werden. Oh weia,
Das war scheinbar keine gute Idee. Sie kamen an der Schule vorbei. Dort saßen Lehrer und spielten Karten. Hallo, was macht ihr da? Müsst ihr nicht den Unterricht vorbereiten? Wozu? Es sind doch immer Ferien. Da brauchen wir nichts vorbereiten. Aber dann lernen die Kinder doch gar nichts mehr. Nein, erst wieder, wenn die Ferien vorbei sind. Aber wenn doch immer Ferien sind? Die Lehrer hörten aber schon gar nicht mehr zu und spielten weiter ihr Kartenspiel. Irgendwas läuft hier ganz verkehrt. Zu Hause bei Anna stand ein riesengroßes, wunderschönes Schloss. Anna, meine Prinzessin, schau her, wie unser Haus plötzlich aussieht. Doch so sehr Anna und ihr Vater sich freuten, die Nachbarn sahen sehr traurig aus. Unser schönes Haus. Aber was ist denn passiert? Dort, wo unser schönes Häuschen stand, steht nun ein Teil dieses riesigen Schlosses. Oh weia. Anna, du musst das unbedingt alles wieder zurückwünschen. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, warum eigentlich niemand von den Wunschäpfeln essen sollte. Anna hatte noch ein kleines Stück von dem Apfel und biss hinein. Ich wünsche mir, dass alles ist wie vorher. Und was sich Anna wünschte, das passierte auch. Die Autofahrer konnten wieder fahren, die Lehrer kümmerten sich um den Unterricht und die Nachbarn hatten ihr Haus wieder zurück. Es war zwar schön, aber in Zukunft freue ich mich lieber wieder davon, dass ich eine Prinzessin bin.